Was meinst du? Ich verstehe dich nicht. Oh, du buddelst. Du buddelst. Ich glaube, das ist Sandsturm. Hallo und willkommen zurück im wilden Westen von Arsa. Wir sind wieder auf Scorched Earth unterwegs und im Hintergrund hört ihr schon so ganz leise die Jerboas brrrn. Ich glaube, hören wir es noch? Oh ja, hier sind Jerboa in der Nähe. Also das müsste das Gewitter sein. Ich glaube, da wird als nächstes das Gewitter dann etwas Probleme bereiten. Ich habe uns mal so ein kleines Häuschen gebaut. Ich weiß auch nicht warum. Es bringt hier überhaupt nichts. Wir haben zwar jetzt den Häuserbuff, aber hier drin ist mir genauso zu heiß wie draußen. Also ich muss unten im Wasser rumkrebsen. Ich habe einen Hitzschlag, so ein Sonnenstich oder sowas. Wie heißt es? Heatstroke. Also ein Hitzschlag, ne? Den Debuff haben wir schon länger. Hier in der Richtung war das. Wo ist der Jerboa? Ist der über dem Boden? Oh, der ist über dem Boden. Jerboa Level 15. Du meinst, da kommt ein Gewitter, ne? Das ist aber nicht gut. Können wir... Wir können ja so eine Keule bauen, ne? Oh, der arme Jerboa. Lauf, solange du noch kannst. Wir müssen dich betäuben, sonst machst du nicht bei uns mit, ne? Wir müssen dich jetzt erst überzeugen. Das geht leider nur so. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Jerboas hauen. Okay, du kriegst jetzt ein paar Beeren. Und dann kannst du uns immer warnen, wenn das nächste Gewitter aufzieht. Das ist cool. Oh, du wachst ja gleich auf. Oh, der Kumpel hilft dir. Nee, das ist das Baby Jerboa. Wie siehst du denn aus? Nee, oder? Das sah gerade mega komisch aus. Okay, wir haben Jerboa. Mausi. Bist du ein Männchen oder ein Weibchen? Weibchen. Passt, oder? Dann lassen wir mal unseren Klaudieb hier drin. Der hat gar keinen Namen, ne? Und nehmen unseren Jerboa mit. Die sehen cooler aus. Und die können uns warnen von den ganzen Unwettern. Ja, also diese Holzhütten, also egal, was man hier baut auf Scorched Earth, das Einzige, was uns vor Heatstroke und Hitze und so weiter schützen kann, sind Adobe-Strukturen. Das heißt, da müssen wir uns jetzt als nächstes drum kümmern. Es gibt viel, worum wir uns kümmern müssen, ne? Die Tür habe ich mir leider auf die Nase gehauen. Wir gehen mal kurz wieder runter ins Wasser. Können wieder ein bisschen was trinken und ein bisschen abkühlen. Und ja, wir haben ja Eis verloren, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob wir Eis jemals wiedersehen werden. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass auf den öffentlichen Servern ein Transfer von Dinosauriern auf die Map noch nicht möglich ist. Ich glaube, man kann Dinosaurier von Scorched Earth auf andere Maps, also auf die Island rüber transferieren. Es gibt ja nur zwei Maps. Es gibt auch noch Modded Maps, ne? Also da kann man es theoretisch auch hin transferieren, glaube ich. Aber man kann keine Tiere auf Scorched Earth transferieren. Und vermutlich ist deswegen unser Eis verschwunden. Und ich weiß nicht, ob der jemals wieder auftaucht. Das müssen wir halt dann sehen. Das Fernglas, was uns fehlt, das habe ich einfach vergessen hochzuladen, ne? Habt ihr gesehen. Ihr wisst ja sowieso Bescheid. Das müsste noch in der Tasche auf der anderen Karte auf die Island liegen. Das werden wir dann irgendwann wiederfinden. Müssen wir uns halt ein neues craften, ne? Und unsere Möglichkeit hier wäre halt jetzt, dass wir uns mal so eine Adobe-Hütte bauen. Die würde uns dann schützen vor Temperaturen und Wetter und so. Dafür brauchen wir Clay. Und Clay können wir, glaube ich, aus Kakteen herstellen, ne? Adobe. Jetzt lernen wir mal direkt alles. Adobe Gate. Oh. Da gibt es echt viel. Wir haben alles einmal gelernt. Und dann habe ich auch schon Mortar Pestle hier hingebaut. Da können wir uns dann bestimmt noch nicht. Clay. Clay. Go, go, Clay. Brauchen wir Cactus Sap und Sand? Genau, Sand brauchen wir dafür. Haben wir Sand? Nee, doch, ein bisschen. Kriegen wir, glaube ich, hier auch aus den Steinen, ne? Also allgemein. Ich habe auch schon mal so ein paar Kisten hingestellt. Da können wir dann schon so ein bisschen was zwischenlagern. Bauteile, ein paar Ressourcen, die wir nicht brauchen. Vielleicht die Rüstung und so. Wir können im Prinzip alles aufheben, weil wir so ziemlich alles brauchen werden hier.
weil die ganzen Waffen und Rüstungen, die werden nicht lange halten. Und dann brauchen wir Ersatz. So, den Rest nehmen wir mal mit. Wir essen immer mal so ein paar Beeren noch. Den Sattel für den Archie können wir mal hier lassen, den brauchen wir nicht mehr. Und wie sieht es denn gewichtstechnisch aus? Nicht so gut, ne? Dann denke ich, nehmen wir Klaue einfach auf Follow und gehen mit Mausi und Klaue los. Kaktus, Kakteenzeug suchen. Komm mal mit, Klaue. Steckst du fest? Das ist ja... Könnt mal hier gucken, ob das vielleicht der richtige Kaktus ist. Nee, ist der falsche. Machen wir mal die Tür zu, dass unser Pegomastax überlebt. Ja, dann müssen wir gucken, dass ich überlebe. Ich weiß noch nicht, ob ich überlebe. Ich habe so ein bisschen Hitpoints verloren. Und wir haben immer noch diesen Sonnenstich, deswegen sieht man leider relativ schlecht. Wir brauchen, glaube ich, so spezielle Kakteen. Nur diese Kakteen haben dieses Cactus-Sap, was wir brauchen. Und da müssen wir halt jetzt ein bisschen rumlaufen und die suchen. Und wir sehen halt nichts, deswegen ist es ein bisschen schwieriger zu suchen. Aber wir gucken mal. Und dann brauchen wir dringend einen Flieger, also... Die war ganz schön groß, ne? Wir können ja keine Dinosaurier herüber transferieren, das heißt, wir müssen hier irgendwas Fliegendes zähmen. Da kommen wir nicht drum rum. Irgendwo sind auch die anderen Krabbler, ne? Da vorne sind Kakteen, die checken wir mal ab. Ich denke, dass sich da die... Känguru? Was ist das? Ein Thylacoleo? Wieso gibt's hier denn Thylacoleos? Wow. Die machen mich aber richtig kalt. Die Skins haben sich alle geändert. Also die Kakteen sehen ja alle anders aus, deswegen müssen wir jetzt mal gucken. Was ist das denn? Sieht ja mega cool aus. Das ist einfach so ein Baum. Und die Dinger hier? Das sind die, die wir suchen, okay. Die haben früher anders ausgesehen, ne? Die sahen schon so ähnlich aus. Das waren auch so Kakteen, die so in dem... die so ähnlich gewachsen sind, aber die sehen schon anders aus als die früheren. Das ist irgendwie ein Busch zum Aufsammeln per Hand. Dann nehmen wir die hier noch mit. Wir nehmen mal so viel mit, wie wir tragen können, oder? Wir brauchen, glaube ich, viel Adobe, viel Clay. Wo ist denn der Thylacoleo hin? Oh nee. Jetzt müsste bald das Gewitter starten, ne? Ich sehe halt überhaupt nichts, ne? Oh, Pegomastax, glaube ich. Ja, Pegomastax. Wir helfen mal, oder? Und dann klaut er mir wieder was. Der hat die Bären geklaut. Und aufgegessen auch gleich. Na, endlich ist er weg. Gib das wieder her. Na, du hast nichts mehr. Dann gib dein Leder her. So. Huhu, nicht gut. Ich hab ihn. Das ist ein 50er. Okay, mach ihn weg. Freigabe erteilt. wir haben noch 7 Bolas, ne? Das ist gut. Gibt's hier noch irgendwie so Kakteen? Seht ihr welche? Ich nicht. Da drüben gibt's noch welche, ne? Ich kann nicht mehr rennen. Bin aber nicht überladen. Ich kann nicht mehr sprinten. Okay. Was ist da los? Ich weiß nicht, was los ist. Ich kann nicht mehr sprinten. Vielleicht liegt es an dem Sonnenstich oder dem Heatstroke. Ich weiß es nicht. Da ist ein Raptoren. Der hat mich schon gesehen, ne? Er kommt! Erwischt! Was ist das? Lystro, 2 Lystros. Die stecken ineinander, ne? Oh, diese Mistgabel ist echt gut heute. Gut, dass wir die mitgenommen haben. Die hilft uns gegen die Raptoren. Die sind ja zum Glück alle super low level. Boah, ich weiß nicht, ob ich diesen Heatstroke überlebe. Ich glaube, der kostet uns echt Hitpoints, ne? Oder die Hitze ist es jetzt. Wir haben hier... wie viel Grad? 45 Grad Eastern Badlands. 40% Wind. Also für die Windräder ist es hier nicht ganz so gut. Oh, es gibt ja so viel cooles Zeug, ne? Die Kettensäge müsst ihr wieder geben. Die Windräder... Oh, Loot. Nehmen wir mal mit.
So ein weißer Loot. Und der Jaboa warnt die ganze Zeit. Mausi sagt, das Unwetter kommt gleich. Also wir sollten mal nach Hause gehen vielleicht. Nehmen wir mal so eine Fahne mit, ist auch cool. Schild und Manticore wollen wir jetzt nicht, ne? Aua! Was soll denn das? Auf damit! Mausi! Pego Mastax. Mausi, wie viele Pego Mastax gibt es hier eigentlich? Mausi hat das Insekt getötet, total verrückt. Mausi ist ein Killer-Jaboa. Ja, komm mal mit, ne, du Spinner. Achso, gib mal meine Beeren wieder her. Hä? Ach, du hast gelbe Beeren geklaut, ne? Weil die anderen alle schon wieder aufgefressen sind? Wie auch immer. Wir gehen mal zurück nach Hause. Wir haben jetzt ein bisschen Clay und noch lebig. Das heißt, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich habe das Bett schon gestellt. Ich weiß nicht, ob wir das hier ewig überleben. Oh, es geht los. Ich glaube, Mausi hatte recht. Oh. Thatch geklaut. Wer ist jetzt hier? Du hast Teer geklaut? Gib mein Teer wieder her. Ach, das ist nur so eine Wessel. Ne? Was ist hier los? Da ist noch ein Jaboa irgendwo. Mann, Mann, Mann. Also die Jaboas sind hier eine echte Pest. Mit dem Gewittersturm weiß ich jetzt nicht, wie gefährlich das ist. Könnte natürlich sein, dass uns jetzt irgendwann der Hut brennt, wenn der Blitz einschlägt. Aber jetzt gucken wir mal. Momentan sieht es eigentlich alles ganz, ganz gechillt aus, ne? Bringen wir mal die ganzen Tiere hier nach Hause. Wir werden immer mehr. Mehr Pego Mastax. Ich glaube, wir nehmen dann irgendwann mal so eine Herde Pego Mastax mit zum Kämpfen. Schauen mal, wie das funktioniert. So. Machen wir hier wieder zu. Und stellen wir uns mal so ein bisschen Lehm her. Wir haben ja jetzt dieses Kaktuszeug. Das wird schlecht, ne? Das müssen wir schnell verarbeiten. Achso, da muss ich wahrscheinlich extra Sand sammeln. Was fehlt denn jetzt? Ach, Wasser fehlt gleich wieder, ne? Mir geht's nicht mehr so gut. Sand. Und go. Und was wir dann noch brauchen, ist die Wüstenrüstung. Die wäre genauso wichtig, ne? Jetzt überlege ich gerade, wie die heißt. Desert Boots oder so? Desert Ghillie Boots. Was ist das? Nee. Desert, das ist das Richtige, ne? Was ist denn das? Das ist nur das Skin, ne? Das ist der Wüsten-Ghillie-Skin. Das ist cool. Und dann gibt es ja diese Wüstenrüstung und dafür brauchen wir Seide. Seide bekommen wir, glaube ich, von bestimmten Pflanzen oder von den Schmetterlingen, wenn ich mich da recht erinnere. Oh, ein Schmetterling könnten wir fliegen, ne? Was war denn eigentlich mit diesen Gewitterstürmen? Ich habe das schon komplett vergessen. Ich glaube, da funktioniert irgendwie die Elektrizität nicht mehr. Also alles, was irgendwie mit Strom läuft, funktioniert bei Gewittersturm nicht, ne? Zum Beispiel so automatische Turrets und sowas, die fallen dann aus. Kühlschränke und so. Ich glaube, das war das, ne? Also das beeinträchtigt uns jetzt erstmal nicht so sehr auf unserem aktuellen technologischen Niveau, auf dem wir uns bewegen, wenn man das so nennen kann überhaupt. Wir könnten mal was grillen, ne? Mal so ein bisschen Fleisch und ein bisschen Holz da rein. Und braten uns mal ein bisschen was, dass wir in Zukunft dann auch mal was zu essen haben. Und es ist sehr heiß. Ich habe sehr viel Durst. Ich trinke mal ein Schlückchen. Und ich werde es wahrscheinlich nicht mehr lange machen, ne? Wir können uns unten ins Wasser stellen und abwarten, bis es kühler wird. Wir sollten nur nachts rausgehen am besten. Die Speere lasse ich mal hier. Die Fackel hängen wir mal hier an die Wand oder so. Mal außen an die Wand hängen. So. Machen wir uns ein bisschen schön hier, bevor wir sterben. Stellen noch so ein Schild hin. Da bleibt dann wahrscheinlich nur der Raptor dran hängen, ne? Und so eine Fahne. Da müssen wir noch irgendwas dran malen dann. Wir haben keine Farben am Start hier. Oh, wir müssen halt quasi bei Null starten, ne? Wir haben gar nichts. Und diese Häuserwaff bringt uns auch überhaupt nichts hier auf Scorched Earth. Dann gehen wir fix hier runter. Können wir die Wasserflasche wieder auffüllen. Ja, und das ist halt das Einzige, was ich hier machen kann, um am Leben zu bleiben. Hier im Wasser so ein bisschen chillen. Und das Gewitter beobachten.
super entspannt. Und dann müssen wir los Seide suchen. Wir müssen Seideblumen finden oder halt so ein Schmetterling, ne? Also, wir werden noch viel unterwegs sein hier, bis wir uns hier so ein bisschen eingelebt haben, denke ich. Jetzt ist es ein bisschen kühler. Also, wir brauchen auf jeden Fall erstmal bessere Temperaturen, bevor ich überhaupt aufbrechen kann. 30 Grad, ne? So. Und vielleicht noch so ein paar Raptoren oder so. Wenn wir uns so ein Thylacoleo angeln könnten, wäre das natürlich der Jackpot, ne? Wir könnten nochmal hochgehen und gucken, ob wir den Thylacoleo wiederfinden. Und parallel... Oh, da ist zu warm die Ecke. Parallel so ein bisschen schauen. Ich muss jetzt Pause machen. Wir gehen jetzt runter ans Wasser und machen so lange Pause, bis ich wieder hochgereckt habe. Das ist das Einzige, was uns hier weiterbringt. Also halb tot können wir nicht losgehen. Dann gucken wir nach Thylacoleos. Das wäre, glaube ich, so das Stärkste, was hier in der Gegend unterwegs ist. Und ansonsten so ein Rudel Raptoren oder so kann uns auch gut beschützen. Und da müssen wir losziehen, Seide suchen und so weiter und so fort. Und dann halt irgendwie mal einen Flieger finden. Ich glaube, Petris gab es hier nicht oder ganz selten. Eher so Tapejaras. Irgend sowas brauchen wir, dass wir gescheit fliegen können und von A nach B kommen und so ein bisschen was sehen. Und nicht ständig in Gefahr sind. Das ist halt echt gefährlich hier auf dem Boden. Und mit der Wüstenrüstung und den Wüstengoggles, dieser Brille und so, sollten wir dann auch keinen Heatstroke mehr bekommen. Ne? Das bekommen wir auch nur, weil wir die Wüstenrüstung nicht haben. Na gut, ich chill mal ein bisschen und dann melde ich mich zurück, wenn es mir ein bisschen besser geht. So, die Keule ist wieder gecraftet. Wir haben alle unseren Progress verloren. Ich muss leider auch sagen, dass Scorched Earth bei mir sehr instabil läuft. Und scheinbar wurde da auch nicht gespeichert jetzt in all der Zeit. Das war auch ein bisschen komisch. Eigentlich hätte da auf jeden Fall mal gespeichert werden sollen. Also wir haben alles verloren. Alles, was wir heute gemacht haben. Das heißt, wir müssen nochmal diesen Jerboa auf die Nase hauen. Da ist er. Das ist der gleiche. Das ist wieder der 15er. Nein! Oh, das war gefährlich. Genau, müssen aufpassen. Lauf jetzt! Okay. Mann, Mann, Mann. Das ist Mausi. Mausi kennen wir schon. Mausi wird jetzt nochmal gezähmt. Und dann können wir nochmal aufbrechen. Vielleicht sehen wir ja den Thylacoleo oben nochmal. Und haben diesmal eine Chance, wohl vorbereitet, einen Thylacoleo zu zähmen. Oder wir lassen uns von dem fressen. Das werden wir dann gleich sehen, ne? Wir sollten Klaue fast hier lassen, ehrlich gesagt. Mausi ist wieder da. Jawohl. So, Mausi ist dabei. Klaue, du bleibst mal hier und bewachst unser Haus. Ich glaube, das ist klüger. Weil wir gehen jetzt auf sehr gefährliche Missionen. Oh oh. Was ist das für ein... Level 5er Terror Bird. Oh, den können wir gut gebrauchen, den Bogen. Und die Beeren können wir essen. Wir brauchen alles. So, du bleibst hier. Halt Wache, ja? Bis gleich. Pass auf dich auf. Wo ein Terrorbird ist, sind meist auch mehr Terrorbirds. Egal. Wir gucken jetzt mal, was hier so ist. Wir haben ja Bolas für Notfall. Da unten geht's raus in die Wüste. Hier ist irgendwie so, weiß ich nicht, große Felsmauer. Hier ist halt richtig Wüste. Das sind so Sanddünen und alles, ne? Ziemlich cool. Da gibt es dann bestimmt auch Mantis, ne? Mantis gibt's hier ja auch. Oh. So viele coole Tiere. Okay, was war das? Was meinst du? Sag nochmal, Mausi. Wo willst denn du hin? Sag mal hier. Ich weiß nicht. Was meinst du? Ich verstehe dich nicht. Oh, du buddelst. Du buddelst. Ich glaube, das ist Sandsturm. Buddeln ist, glaube ich, Sandsturm, ne? Das Geräusch klingt auch irgendwie nach Sandsturm. Nee, da helfen Bolas nicht. Können wir gleich so ein bisschen Chitin, was wir brauchen sollten? Okay. Känguru. Also ich weiß nicht, ein Thylacoleo
wenn da wirklich einer unterwegs sein sollte. Der braucht so viele Darts. Morellatops? Wir haben aber gute Darts, ne? Also noch haben wir ziemlich gute Ausrüstung. Von dem her ist da durchaus einiges möglich. Ich kann wieder nicht mehr sprinten. Titanomyrma. Viele Titanomyrma. Sprinten nicht möglich. Ich dachte, früher hätte es mal so ein Hitze-Debuff gegeben, also so ein Heatstroke-Debuff, der hochgesteckt ist. Aber der jetzige, der stackt ja nicht hoch, ne? Wir haben immer diesen Debuff und der macht scheinbar immer das Gleiche. Oh, das ist ein Ölvorkommen hier. Da können wir eine Pumpe hinstellen, ne? So eine Ölpumpe. Also theoretisch der Tylacoleo, der dürfte ja schon irgendwo noch in der Gegend sein. Den haben wir ja relativ am Anfang gesehen. Also der müsste schon unterwegs gewesen sein. Aber ich sehe jetzt keinen. Der wird irgendwann hinter uns stehen. Und dann war es das. So, da ist so ein Kaktus. Den checken wir mal ab. Okay, das ist so eine Mischung, ne? Die sehen auch ganz ähnlich aus wie die, die es früher gab. Oder sind das... Das hier sind doch die, die wir früher hatten. Habt ihr es gehört? Pego Mastax! Erwischt. Wir sind doch auch... Also hier irgendwo war der Tylacoleo unterwegs, ne? Weil da unten waren die Palmen, die wir ab... Also die Kakteen, die wir abgebaut haben. Das machen wir jetzt mal wieder, weil wir brauchen ja dringend das... Nehmen wir die nochmal mit. Stellen nochmal Clay her. Zum zweiten. Bistro. Das ist Superheat, ne? Das Superheat-Event. Noch besser. Superheat. Okay. Dann müssen wir jetzt doch erstmal wieder nach Hause. Ich kann nicht sprinten. Ist zu heiß. Weil während Superheat rumlaufen bringt nichts. Dann stürzen wir uns nochmal in unseren Teich und chillen da einfach ein bisschen. Das ist Teichchillwetter. Mehr kriegen wir da jetzt nicht hin. Das ist Seide hier. Oder? Also ich habe gerade Seide gefunden. Ich weiß aber nicht genau an welcher Blume. Ich glaube, das ist dieses Kraut, das Graue. Das sind nicht die Blumen, ne? Oder ist das Glück? Ja, vielleicht ist auch Glück. Nee, hier bekommen wir überhaupt nichts. Irgendwelche Blumen hier geben Seide. Okay, ich glaube, das sind diese blauen Blumen. Geben die nochmal was? Das müssen wir jetzt rausfinden, das ist wichtig. Ich setze gerade mein Leben ein, dafür, dass wir Seide finden. Ja, also diese blauen Blumen haben eine Chance, uns Seide zu geben. Scheinbar eine relativ geringe Chance, aber sie haben eine Chance. Das heißt, wir nehmen die noch fix mit. Oh, ich muss jetzt aber echt nach Hause. Ich habe keine Zeit mehr. Ich bin eigentlich schon tot. Das werden wir gar nicht mehr schaffen. So, wir krebsen jetzt nach Hause. Klaue, wir kommen! Wir kommen nach Hause! Huh! Das ist tief. Wie wollen wir sterben? Fallschaden, Hitze, Titanomyrma. Wir haben es gleich. Dann können wir auf unserem Bett sterben und direkt respawnen. Das ist doch gut. Oder wir springen ins Wasser. Und sterben nicht. So. Gut. Da sind wir wieder. Dann gehen wir dahin, wo es am schönsten ist. Hier bei unserer Leiter. Da kann man sich so ein bisschen hinstellen, wenn man es schafft. Ja, genau. So. Dann bleiben wir hier. Es hat jetzt momentan 37 Grad. Wir haben halt dieses Superheat-Event. Und während des Superheat verlieren wir keine Hitpoints, wenn wir hier unten im Wasser sind. Das ist gut. Der Heatstroke geht halt nicht weg, ne? Also da brauchen wir eine Lehmhütte oder so, um den loszuwerden, glaube ich. Der ist richtig eklig geworden. Dann gibt es diese Seide. Haben wir jetzt 32 Stück. Moment, wir müssen erst wieder alles lernen, glaube ich. Clay haben wir. Adobe. Ach, das hat funktioniert. Das haben wir alles noch. Und die Wüstenrüstung. Dafür brauchen wir eine Smithy. Das heißt, wir müssen erstmal so ein bisschen
Eisen finden, also Metall finden. Wenn wir Metall haben, habe ich schon Metall gefunden? Nee, ne? Wir haben noch kaum Steine abgebaut. Sobald wir Metall haben, können wir uns dann Richtung Smithy bewegen. Aber wir brauchen ja auch noch den Ofen, ne? Refining? Also wir starten quasi neu, wie gesagt, ne? Leder haben wir genug, wir brauchen ein bisschen Stein, ein bisschen Flint. Das können wir ja machen. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen weiter, solange ich mich noch bewegen kann. Ansonsten springe ich halt wieder in den Pool und gehe einfach mal AFK oder so. Das ist halt ärgerlich. Aber so ist Scorched Earth, ne? Das ist schon ziemlich brutal. Wenn man nicht alles hat, was man hier braucht zum Überleben, dann geht da auch tatsächlich nicht viel. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eine Wüstenrüstung ranbekommen. Da kommt halt nichts raus. Wir müssen unten im Wasser vielleicht Stein sammeln. Das wäre viel klüger, ne? Muss mal kurz ein paar Ressourcen hier lassen. Oh, der Stein, das sieht ja cool aus, ne? Die sind jetzt angeschlagen. Komm mal wieder nach Hause, du. In die Sicherheit. So. Wieder zu. Dann packen wir mal den Sand weg. Und das Zeug. Stellen so ein bisschen Clay her. Aus Kaktus und Sand. Bäm. Und den Rest packen wir mal irgendwie so ein bisschen hier rein. Bäm. Dass wir Kapazitäten haben, um so ein bisschen Stein und Zeug zu sammeln. Gibt es hier so Flusssteine? So runde? Ich glaube nicht. Oh, hier kommt halt wirklich gar kein Metall raus, ne? Dann müssen wir schon diese runden Flusskiesel suchen. Ich bin doch im Wasser. Wieso ist es hier so warm? Dann arbeiten wir jetzt unter Wasser. Ist aber trotzdem warm, ne? Wir haben jetzt momentan 37 Grad. Ist doch jetzt nicht so ultra warm. Ja, nee, also wir bekommen kein Eisen. Das heißt, wir müssen wirklich, wir müssen so ein Metallvorkommen finden. Aus den Steinen bekommt man hier wohl kein Metall in Scorched Earth. Das ist gemein. Da ist die Leiter. Da müssen wir hoch in die Berge und Eisen suchen. Da führt kein Weg dran vorbei. Eieiei. Wir brauchen unbedingt so eine Rüstung, weil ohne Rüstung keine Chance. Refining Forge. Die stellen wir uns noch fix her, bevor wir aufbrechen. Und ja, da muss ich das Unwetter irgendwie so ein bisschen abwarten. Was war das? Da saß jemand. Mausi ist da draußen. Soll Mausi mal reinholen. Wieso bist du denn da draußen? Dich da aus Versehen runterfallen lassen. So. Du kommst mit. Dann brauchen wir so ein bisschen Holz. Das brauchen wir. Ein Stein wahrscheinlich, ne? Refining Forge, Stone. Also, dann bauen wir das alles schon mal auf und dann müssen wir halt nur noch los und Metall holen. Und jetzt muss ich erstmal so ein bisschen chillen, ich bin auf den Stein gefallen. Jetzt bleiben wir erstmal hier sitzen und warten, bis es ein bisschen kühler wird. Vielleicht brechen wir erst heute Nacht auf. Wir speichern mal zwischen, das ist immer gut. Brrr, jetzt startet wieder das Gewitter, ne? Mausi sagt, das nächste Gewitter naht. Gewitter ist okay, das stört uns nicht. So, also ich weiß jetzt schon, dass unsere Bilanz heute nicht allzu positiv ausfallen wird. Wir haben immerhin schon mal einen Jerboa gezähmt. Viel mehr schaffen wir, glaube ich, heute nicht mehr. Wir haben ein bisschen Clay hergestellt. Das ist super cool. Also wir sind jetzt schon so ein bisschen vorbereitet für die Adobe-Hütte oder was wir dann irgendwann vielleicht bauen. Ich habe jetzt auch mal den Skin rausgeholt. Es gibt ja diesen Bauteil-Skin, Frontier Structure Skin. Den wollte ich unbedingt mal mit euch testen und da wusste ich auch noch überhaupt nicht, wie das funktioniert. Deswegen habe ich das Dach mal wieder rausgenommen. Aber das geht, glaube ich, auch, wenn man das Gebäude schon gebaut hat, beziehungsweise nur dann. Und zwar kann man diese Skins in die Hotbar ziehen und jetzt können wir den mit der 5 auswählen und können hier dann genau sagen, was wir haben wollen. Wir können zum Beispiel sagen, dass wir so eine Gittertür haben wollen. Jailhouse Door. Ziemlich cool.
Jawohl. Und... Oh, Saloon Door. Alter Schwede. Das geht nur bei den Double Doors, ne? Saloon. Ist ja klar. Saloon Doors sind immer Double. Dann gibt's eine Frontier Sign. Oh, Leute. Wo ist unser Sign? Das steht irgendwo draußen. Erstmal aufmachen. Huh. Schwänzchen im Weg. Achso, das Sign ist ja weg, ne? Weil... Achso, der Loot ist ja auch weg. Den haben wir ja auch. Ah ja. Das haben wir alles verloren. Na gut, dann können wir das Sign jetzt noch nicht ausprobieren. Wir müssen uns das Sign schnell craften. Das will ich natürlich auch sehen. Guten Sign. Ist ja kein Aufwand. Machen wir. Bam, bam. Überall Raptorenschwänze, ne? Stellen wir das mal hier so an die Wand. So. Und... Jawoll! Okay, das sieht jetzt so ein bisschen Western-Style technisch cool aus. Nice. Was gibt's noch? Was ist das? Painting-Canvas. Achso, das ist ein Bilderrahmen. So ein altmodischer Bilderrahmen ist das. Das hier ist, glaube ich, eine Wand einfach, ne? Das dürfte... Glas... Was? Können wir so ein Gewächshaus ummodeln? Das wäre cool, ne? Das hier? Ach, das sind einfach die Holzstrukturen. Das passt sich an nach dem, was man macht. Das ist einfach alles Holz. Das heißt, wir könnten jetzt die Tür ersetzen. So, jetzt haben wir den neuen Türrahmen. Oh, das ist cool. Das war der Türrahmen. Nicht so einfach. Der Raptorschwanz ist so ein bisschen im Weg manchmal, ne? Nichts gegen Raptorenschwänze, aber... Das ist halt einfach unpraktisch hier. Okay. Das sieht aber viel besser aus als die normalen Holzstrukturen. Oh ja. Das ist ein echtes Hütten-Upgrade, Leute. Ich glaube, wir haben alles erwischt, oder? Das blinkt wie wild, aber es geht mir eigentlich gar nicht mehr so schlecht. So, schauen wir mal. Wie sieht das Ganze aus? Oh, das will ich ja gar nicht. Das sind jetzt die normalen Western-Türen. Wir wollen nicht die normalen, sondern wir wollen die Saloon-Doors, ne? Die waren so cool. Genau, die wollen wir. Kriegen wir die wieder? Jawohl. Bam, bam. Jetzt haben wir unsere Saloon-Doors. Jetzt hat es da oben irgendwie nicht funktioniert hier. Das müssen wir nochmal machen. Jawohl. Sehr stylisch. Das gefällt mir. Jetzt haben wir hier so eine... da vorne müssen wir noch machen. So eine Western. So ein Westernhäuschen haben wir jetzt hier stehen. Komm mal hier irgendwie... Klaue, du stehst immer so ein bisschen im Weg. Genau, bleib mal da stehen. Stehst auch nicht optimal, ne? Ah ja, wir haben wieder Durst. I see. So. Was ist denn jetzt los? Klaue, schnell komm rein, es gewittert. Hat diesen Sandsturm, ne? Schnell, Klaue. Sonst hast du noch Sand in den Augen. Das wollen wir nicht. So. Das müssen wir noch austauschen. Und die Geländer. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh. Endlich mal gescheite Geländer. Nice. Jetzt haben wir auch noch schicke Geländer hier. Und die Leiter, das geht bestimmt auch noch, ne? Die Leitern? Ne, ich glaube, die gehen nicht, ne? So von außen gucken. Jetzt haben wir auch noch Gewitter, das ist ja schlimmer als Raptorenschwänze im Gesicht. Jetzt sehen wir noch weniger. Doch, das geht. Es gibt spezielle Leitern. Die haben aber auch an alles gedacht, ne? Nee, ich will da keine Wand, ich will da so eine Leiter. Geht das? Wollen wir die schon? Bei der unteren Leiter geht's nicht, da muss ich runterspringen wahrscheinlich. Haben wir jetzt alle? Jawohl. Okay, die sehen auch cooler aus. Also das ist halt das normale Holzzeug, das ist so Neandertaler-mäßig. Das hier ist schon ein bisschen stylischer, ne? Und wenn man es doppelt macht, also wenn ich ein zweites Mal irgendwo
diesen Skin benutze, dann wird, verwandelt sich das wieder zurück in Neandertal, Neandertaler-Design. Und die Geräusche sind auch anders. Das ist schon wirklich cool. Also neue Skins, neue Geräusche. Sehr nice. Ja, unsere Hütte ist halt ein bisschen löchrig. Wir brauchen halt dringend so eine Lehmhütte. Die schützt uns dann auch. Sandstorm inside. Besser als Sandstorm outside, nehme ich mal an. Ne? Oh, ich verliere Hitpoints. Ist, glaube ich, vollkommen egal. Ich habe ohne Ende Durst und Hunger, sehe ich gerade. Haben wir nicht vor einer Sekunde getrunken? Wir trinken nochmal. Vielleicht hilft's ja. Ja. Hitpoints mäßig so. Gehen immer noch runter. Also beim Sandsturm, selbst wenn wir im Haus sind, mit Hausbuff, verlieren wir Hitpoints. Das ist nicht gut, ne? Wir sind in einer sehr prekären Lage. Wir brauchen entweder jetzt dringend so ein Clayhäuschen oder wir brauchen eine Wüstenrüstung. Eins von beiden brauchen wir jetzt. Wir können aber, glaube ich, jetzt theoretisch so Adobe-Sachen herstellen, ne? Adobe Roof. Das ist cool. Vielleicht bauen wir jetzt einfach so eine kleine Rettungshütte. Das müssten wir machen können, wenn wir Wood hätten. Und versuchen dann da drin am Leben zu bleiben. Das ist, glaube ich, ein guter Plan, oder? Adobe? Oh, es könnte ein bisschen knapp werden. Was fehlt uns denn? Thatch? Ach, Clay fehlt uns. Wir brauchen unendlich viel Clay. Das schaffen wir nicht. Wir brauchen unvorstellbare Mengen an Clay. Das Sand. Gib uns ein wenig mehr Clay. Bam. Kakteen müssen wir wiederholen. Haben wir keine mehr. Adobe. Wir basteln uns mal so Roofs. Oder machen wir einfach so ein Kästchen, so eine Box. So eine Box ist das Sparsamste, was wir machen können. Kostet 60, allein das Dach. Oh Gott. Eine Claybox bauen wir uns. So, wartet ab. Die wird uns den Hintern retten. Ich sehe es schon kommen. Ich stelle mich einfach so ein bisschen so daneben. Bam. Das hier wird unsere Clay-Rettungsbox. Brauchen wir einmal so eine Doppeltür. Bam. Und Fenster vielleicht. Ja. Window Wall. Da machen wir jetzt so einen Deckel drauf. Haben wir dann schon so einen Häuserbuff hier drin? Nee, ne? Das müssen wir noch zumachen. Okay, also es hilft uns jetzt auch noch nicht weiter. Wir brauchen erstmal mehr Clay. Und dann haben wir hier so einen kleinen Würfel. Und da harren wir dann aus, wenn das Wetter so mies ist, wie jetzt zurzeit immer. Und überleben dann hoffentlich da drin, so der Plan. Jetzt haben wir nur einen Pego Mastax. Wir haben die ganzen Sachen, die wir gefunden haben, wieder verloren. Das nächste Gewitter naht. Mausi warnt schon wieder. Wir haben aber wenigstens schon mal die neuen Bauteile gesehen. In Holz. Ich glaube, die gibt es auch nur in Holz. Also ich glaube, für Clay und so gibt es keine speziellen Bauteile, ne? Aber das müssen wir halt noch mal gucken. Vielleicht gibt es da auch irgendwas. Dann kannst du eigentlich da oben stehen bleiben, ne? Das ist ziemlich cool. Ja, also das sind die neuen Western-Bauteile. Sehr stylisch. Es gibt richtig viel neues, cooles Zeug zum Bauen auch. Das müssen wir uns alles noch näher anschauen. Wir müssen halt jetzt erstmal hier irgendwie den Einstieg finden. Wir brauchen jetzt mal so eine Clay-Hütte und wir brauchen dringend die Wüstenrüstung. Und sobald wir die haben, soll es dann auch so ein bisschen flüssiger laufen alles. Dann brauchen wir halt noch ein Flugtier. Aber das kommt dann schon. Und dann schauen wir uns das alles mal näher an. Ne? Es gibt ja auch ein neues Tier. Das müssen wir auch noch finden. Aber da sind wir, glaube ich, auch noch nicht ganz bereit. Ich weiß auch nicht, wie man das zähmt. Da müssen wir uns noch informieren. Das ist, glaube ich, alles nicht so einfach. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf, die ganzen neuen Sachen zu testen. Mausi ist echt super süß. Legt immer die Ohren an. Das ist die Gewitterwarnung. Ohren anlegen und den Schwanz und die Luft strecken, glaube ich. Ne? Ja. Die sind so cool, die Jaboas. Die habe ich vermisst. Na gut. Für heute müssen wir es damit erstmal gut sein lassen. Wir haben immerhin Jaboa gezähmt und die neuen Bauteile gesehen. Ich hoffe, in der nächsten Folge schaffen wir dann so ein bisschen mehr. Wenn ich dann noch am Leben bin. Wir werden sehen. Für heute war es das aber erstmal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Arthas Scorched Earth. Macht's gut
Und bis dann.